Weiter geht's mit Super Mario Maker 2 Story Mode und Level 35 Meister des Baumkletterns. In diesem Level habe ich Bäume gepflanzt, ich traue mich aber nicht, ihn zu spielen, also könnte jemand anders das übernehmen? Hast du eine Baumphobie oder was? Derjenige müsste aber bitte auf dem Weg zum Ziel auf alle 5 Bäume klettern, ängstlicher Junge. Okay, cool, warum nicht? Ja, machen wir das doch. Armer, ängstlicher Junge, hatte Angst vor Bäumen. Menschen sind komisch. Ich bin auch komisch, also passt das. Das war eine geschenkte Münze, wie ich finde. Okay, 3D-World habe ich jetzt nicht erwartet. Beziehungsweise nicht dieses ganz normale Overworld-Ding für 3D-World. Kommt er runter? Nee, kommt er nicht. Er traut sich nicht. Finde ich besser so. Trau dich bloß nicht irgendwie irgendwas zu machen hier. Tschüss. So, man muss einfach nur die oberste Klippe da erreichen bei den Bäumen. Okay. Ach so, der bricht mir das frei. Oh, das, ich dachte, ich muss. Okay. Ach so. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Sorry dafür. Gibt's hier nicht irgendwas? Ich trau mich nicht. Ich lasse es. Und schumm. Zack. Katzi. Miau, miau, miau. Aua. Was soll das denn? Ich will da hoch. Dankeschön. Geht doch. Die hole ich mir noch. So. Nice. Dann war es das schon. Das ist sehr langweilig, das Level gewesen, natürlich. Nicht sehr anspruchsvoll, nicht sehr. Das war sehr langweilig, sagen wir es so, es war ein sehr langweiliges Level. Die Idee, ne? Das war okay, kann man verfeinern, aber die Umsetzung war auch sehr langweilig irgendwie, weiß nicht. Hätte man noch mehr machen können, finde ich. Okay, machen wir weiter. Und zack, da wird der da werden die Kanonen am Ostflügel gebaut. 67% haben wir, jetzt geht's auch endlich mal voran wieder. 36. Oben, unten Mario und die Buhlaken. Auf diesem Planeten gibt es eine Höhle, in der die Schwerkraft umgedreht ist. Vorsicht, dort leben viele Buhlaken. Verwende die Ein-Ausscheider geschickt, um zum Ziel zu gelangen. Aber Vorsicht, lass dir nicht den Kopf verdrehen. Sternguckerin. Ja, werde ich machen. Werde ich auch immer machen, du. Werde ich schon machen. Ja, ja. Ba, 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 ba. Hier gibt's nichts. Ich liebe diese Musik. Das hört sich immer so an wie so ein. Als würde so vor Lava irgendwie wegrennen, habe ich das Gefühl. Zumindest ist es das, woran ich denke, wenn ich diese Musik höre. Okay, das war eine Fake-Röhre. Ach, nee, die war nicht fake. Ich habe nur was falsch gemacht. Egal, ich bin nicht gestorben, deshalb ist es mir egal. So, ich kann euch zeigen, was ich nämlich vergessen habe. Ich muss hier lang aktivieren und dann in die Röhre. Und dann lande ich nämlich hier. Oder wie so eine Mission-Musik. Ach so! Ach so, ach, ich bin dumm. Ich bin echt dumm, ey. Ihr kennt mich, ich bin dumm. Ich weiß ja jetzt, was ich machen soll. Also ist es jetzt nicht so ganz schlimm. Speedrun. Wow. Warte, wie ist der da durchgekommen? Na egal, ist jetzt nicht wichtig. Soll ich da durchgehen? Ja, ich gehe lang. Go, 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 go. Und durch da, durch da, durch da. Und dann fliegen wir da oben durch. Okay. Gott, als ob! Als ob! Komm, wieso bin ich gestorben? Warum rutsche ich wie Luigi? Oh yeah, tue ich gar nicht. Tut du gar nicht. Ich rutsche viel mehr. Mensch, Luigi, halt die Klappe. Drückst genauso viel. Gib's zu. Mensch, Mario.
witzig Luigi sein, glaub mir, der rutscht viel zu viel. Niemand will so wie Luigi sein. Niemand will so rutschen wie er. Der rutscht immer aus. Richtiger Ausrutscher. Speedrun. Ich fände es aber besser, wenn man nicht jede einzelne Röhre benutzen müsste, sondern müsste man irgendwie... Ja gut, das wurde ja vorhin gemacht, beim ersten, aber... Beziehungsweise bei der zweiten Röhre, aber... Ja, trotzdem. Ach was, das... Oh Gott, ey, das ist doch fies. Das ist fies. Und ich muss meine Sitzposition ändern. Und ich habe einen Strohstuhl. So. Deshalb hat man das jetzt gerade so gehört. Und hört die ganze Zeit, ich habe immer noch einen Strohstuhl, wird sich nie ändern. Vielleicht irgendwann, aber... Jetzt die nächste Zeit auf jeden Fall nicht. So, durch. Gut. So, jetzt aufpassen, die Buhu-Laken. Oder die Boden-Buhus. Ich weiß nicht, Buhu-Laken? Denkt ihr, das ist ein guter Name für den Gegner? So, aufpassen. Zack. Ja, genau. In die Röhre. Ach, hier ist auch ein Checkpoint. Ja, gut, kann man natürlich nicht machen. Anders machen mit den Checkpoint. Außer es gibt hier keine zwei. Aber ja, weiß ich nicht. Hm. Jetzt mal ohne Witz. Wie soll ich da durchkommen ohne... Jetzt brauche ich tatsächlich ein Hilfsmittel, weil ich sonst sterbe. Ich brauche das, sonst komme ich hier nicht durch. Und das meine ich gerade ernst. So, geht da durch. So, ich habe auf jeden Fall nicht Spin, weil sonst mache ich das Level kaputt. Wow, war das knapp. So, was soll ich hier machen? Ich soll hier gegen springen, da durch. Ja. Und muss hoffen, dass der Buhu auf der anderen Seite ist, nicht hier. Hatte ich einfach Pech oder wie? Oder habe ich verkackt oder was auch immer. Was weiß ich. Hier durch, ja. Hier durch, ja. Aufpassen, der ist nämlich auch noch richtig fies platziert. Ja, so, gut. Hier lang natürlich. Wissen wir alle, dass wir hier lang müssen. So, wie kommen wir da lang? Mit Speed? Vielleicht mit Speed? Oh Gott. Ich weiß, man hört die Hunde, aber da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Nee, ich habe keine Ahnung, was hab ich falsch gemacht? Da muss man eigentlich so durchkommen. Ach so muss man das machen. Pass auf! Okay, die kriegt man, glaube ich, gerade noch so. Schätze ich mal. So, okay, hier ist einfach eine Tür. Das finde ich irgendwie ein wenig seltsam, dass auf einmal hier Türen kommen oder was auch immer. So, irgendwelche Sachen auf einmal kommen. Einfach so. Da komme ich so nicht lang. Da muss ich so. Okay, das ist cool gemacht. Das ist cool so. Okay, das ist gut. Sonst kommen wir da nämlich nicht hoch. Okay, super. Zack. Nice. Du. Ja, wie ich da hochkomme, ne? Vielleicht mit meinem Fliegen. Ich habe jetzt ein Cape. Was ich eigentlich nicht haben sollte. Ach so, ich glaube, das kriege ich nicht so, sondern anders. Und zwar... Was ich meine, ist es auf einmal wieder weg. Und das regt mich auf. Das finde ich echt lame. Das finde ich ziemlich lame. Und ich weiß, ich hätte nach oben springen können mit den unsichtbaren Mücken, aber habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich keinen Bock habe. Yeah! Und ich weiß, die Runde bellen, aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, dann hört man die halt. Kann ich nicht ändern. Also nervt mich nicht. Bitte. So. Damit haben wir das. Alter. Oh. Geil, Pfropfen hat mein Level gespielt. Ach ja, by the way, wegen Leveln.
habe ich ja schon lange kein Level mehr gebaut. Ich habe bisher nur 7 Level und ich wollte eigentlich fast jeden Tag ein Level rausbringen. Ich hatte keine Lust mehr auf Mario Maker irgendwie bekommen. Ich hatte einfach keine Motivation, Level zu bauen. Aber jetzt mittlerweile habe ich wieder nur Motivation, aber ich finde die Zeit nicht, weil ich mit anderen Leuten noch was machen möchte. Ganz viel Minecraft spielen möchte oder so. Und Minecraft ist jetzt wieder beliebt und lasst mich, ich spiele gerne Minecraft. Und allgemein irgendwas anderes machen. Aufnehmen, YouTube gucken. Weiß nicht, das kommt so irgendwie vor. Oder was? Warte, was? Ein Moment. Und das mehr. Warte, was? Warum steht hier oben und warum steht hier Luigi? Das müssen wir auf jeden Fall nochmal neu machen. Weil das darf da nicht Luigi stehen. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum steht da Luigi? Bitte überlegen, soll ich das nochmal hier im Video nochmal neu machen oder soll ich das rausschneiden, wie ich das Level nochmal neu mache? Weil es gibt nämlich ein Outfit, wenn man alle Level als Mario schafft, nicht als Luigi. Und das will ich auf jeden Fall bekommen, weil ich will so viele Outfits wie möglich haben in diesem Spiel. Ach, ich mach's auf Screen. So, ich hab's endlich wieder durch. Hat mich keine Gamer gebraucht, hat mich nur irgendwie 3 Versuche oder so gebraucht. Sieht man ja auch oben bei meiner Lebensanzeige. Bei mir sieht man meine One-Up-Anzeige, was auch immer. Yeah! Ich hab's jetzt durch. Ohne Hilfsmittel. Und tatsächlich bei dieser einen Passage, wo ich gestorben bin, da brauchst du einfach Glück. Und oben bei dem einen Buhulaken, da musst du im richtigen Timing einfach nach oben zur Röhre springen. So, die Kanone! Beim Ostflügel haben wir dann auch mit durch. Ba-ba-da-ba-ba-bam. So, tut mir leid für diesen kleinen Cut. Ja, was auch immer passiert ist. Dort rechts sieht man's. Es ist fertig gebaut, die Kanone. So, aber ich habe leider nicht genug Geld, um die Dinger deren Dächer zu geben. 1000, 1000 und 1500. Und es ist bei jeder Aufnahme so. Irgendein Störgeräusch. Entweder das sind Hunde oder irgendjemand ist am Bauen bei uns. Wie viel Glück kann man denn nur haben? Ja, aber irgendwann muss ich ja aufnehmen, deshalb. Ja, am besten irgendwann. Jetzt. Ja, das wird auf jeden Fall die letzte Folge sein, die ich jetzt in diesem Zeitraum aufnehme. Vielleicht wird in der nächsten Folge dann etwas leiser, ruhiger. Das weiß ich aber noch nicht, das kann ich euch nicht sagen, das kann ich nicht versprechen. So, ich weiß nicht, kann ich irgendwas jetzt anders machen, weil jetzt, wo ich 70% habe im Spiel, gibt es irgendwas Neues? Warum sind die Blöcke wieder da? Oh, wie kann man Münzen bekommen? Cool, I guess. Ja, mehr gibt's aber nicht mehr. Cool, okay. Jo, machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Machen wir einfach weiter, bis wir 1000 Münzen haben. Oder 1500. Ich will eigentlich das Dach oben fertig machen. Na egal. Festung der Todeswippen. Ich wollte es wie Papa machen und habe ein Verlies des Todes gebaut. Aber ob das wirklich was taugt? Ich würde gerne eine Testperson anheuern, die mal alles von vorn bis hinten ausprobiert. Wer als erster ins Ziel kommt, kriegt auch mein Taschengeld von dieser Woche. Anonym. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Bowser Jr., aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es anonym, ja, Bowser Jr., das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber die Vermutung liegt. Die Vermutung liegt, auf jeden Fall. So, okay. So, da wo die Münzen sind, weiß man, da kommen die Hotels runter. Finde ich cool, dass die markiert werden, dass man weiß, wo die runterkommen. Wow, ist doch knapp. Den nehme ich mal mit. Vielleicht kann man den ja gebrauchen für irgendwas. Ich kill dich mal. Oh, ja, super. Wahrscheinlich sind die eh nur alle Müll. Ja, ich glaube, die sind eh alle Müll. Haut ab. Lasst mich in Ruhe. So, wofür die Plattform jetzt hier sind, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur, damit die da halt irgendwie existieren. So, weg mit euch allen. Boom, boom. Oh yeah, boom, boom. Ich habe keinen Pilz mehr. Jetzt habe ich den Checkpoint erreicht. Ja. So, und ich plane nichts mehr von Luigi zu nehmen, weil anscheinend ist das nicht so gut. Und ich muss nochmal gucken, ob ich nicht vielleicht noch andere Level machen muss. Oh, verdammt, ich muss vielleicht sogar andere Level noch machen. Verdammt. Okay, das gucke ich gleich mal nach dem Level. Weil das kann echt gut sein, dass ich irgendwo, wo ich halt Luigi benutzt habe, das waren wenige Level. Das waren vielleicht 2, 3 Stück.
ob ich da nicht vielleicht irgendwie das nochmal machen muss, ob man da gar keine Luigi-Hilfsmittel benutzen darf. Okay, kein Pilz, super, cool. Warum nicht? Ich bin Pro, ich brauche keinen Pilz. Ja, ich bin Pro, easy. Habt ihr gesehen? First Try, ich bin einfach so krass. Einfach der King bin, ja. Ich bin einfach so krass. Und Josh. Okay, was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll ich hiervon halten? Den nehme ich nicht mit. Den nehme ich nicht mit. Den nehmen wir mit. Nicht. Nicht. Stern! Oh, schade. Na, 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 na. So, ich hoffe, ein, zwei Level schauen wir. Ach, ein Level, glaube ich, haben wir noch. Das sollen wir aber auf jeden Fall noch hinbekommen. So. Prozente kriegen wir jetzt nicht mehr, weil wir ja nichts am Bauen sind. Und ich habe nicht genug Münzen gesammelt, leider. So, habe ich bei dir irgendwelche Hilfsmittel gehabt? Das weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe mal, das war jetzt so dieses eine Level, weil ich da irgendwas falsch gemacht habe mit Luigi, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, dass ich alles richtig gemacht habe mit Mario alle Level, sonst bin ich am Arsch. Man kriegt das Outfit nie wieder und das ist kacke dann. Egal. Im Land der Truppkrabbel. Tada! Ich habe ein durchgestyltes Truppkrabbelland gebaut. Ich brauche aber noch eine Fanmeinung dazu. Klappt das, wenn man fleißig mit Y sprintet? Popstar 1. Gibt es auch Popstar 2 und Popstar 3? What? Oder wie ist das? Und ich weiß, man hört meinen Strohstuhl. Irgendwelche Störgeräusche muss es ja geben. Läuft all. Ja, sorry, ich habe gerade irgendwie auf dem Mikro geschlagen. Tut mir leid dafür. Ich dachte gerade, ich habe irgendwas falsch gemacht. Habe ich auch, aber ich meine, anders. Falsch gemacht, egal. Oh Gott, ich habe verkackt. Zu langsam. Sorry dafür auf jeden Fall. Ich habe mich gerade voll erschrocken, ich habe irgendwas gehört. Ich glaube, das kam einfach nur irgendwie. Jetzt habe ich schon wieder. Ich glaube, das kommt von woanders. Ach, komm. Das ist so ein Level, die ich absolut nicht mag. Okay, das ist nicht, vielleicht nicht, aber. Das sind solche Level, da. Mach alles richtig oder du hast einfach komplett verkackt. Und. Hier. Verstehe ich nicht. Was habe ich da falsch gemacht? Ich. Mit. Solche Level regen mich einfach nur auf. Es regt mich richtig auf. Vielleicht bin ich auch nur gerade richtig krass ich bin auch gerade richtig krass genervt, weil ich immer irgendwelche Störgeräusche habe bei euch, bei mir in meinen Videos. Und das regt mich auf, dass ihr da mit mir leiden müsst. Oder ja, dass das halt im Video zu hören ist wahrscheinlich. Wenn nicht, dann ist natürlich super. Ne? Natürlich. Aber. Denke ich jetzt mal nicht, dass man das nicht hören kann. Deshalb ist das ja nervig, weil ich will ja natürlich eine gute Qualität in meinen Videos haben und dann, wenn da so Blödsinn ist, dann ist das natürlich nicht so nice. Zack. 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 Feinde. Was jetzt? Oh, das war's. Okay, so schwer war es zumindest nicht. Aber das sage ich jetzt nur, weil das so kurz war. Yeah. Jesus. So, wir haben genug Münzen, um was aufzubauen. Soll ich sparen auf 1500? Ich spare auf 1500 tatsächlich. Nachtflug in der Clownkutsche. In meiner neuesten Attraktion kannst du einen aufregenden Nachtflug mit deinem Feuer Junior Clownkutsche erleben. Sollten dir harte Blöcke im Weg sein, halt Y gedrückt und zerstöre sie mit riesigen Feuerbällen. Wenn du ins Ziel kommst, gibt es einen Preis. Falls du ins Ziel kommst. Zirkusdirektor. Besiege Bowser. Okay, und erreicht das Ziel. Das sollte ich noch hinbekommen, schätze ich mal. Hoffe ich mal. Bowser, du, die geht's jetzt an den Kragen, du. Komm nur her. Warum springe ich ab? Das weiß ich nicht. Dum 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 bam. Wow, 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 ach, das ist doch kacke.
Gib mir den Pilz, dankeschön, das ist aber lieb. Mein Pilz ist weg, jetzt ist es nicht mehr so nice. Nein, 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 bitte trifft mich nicht. Nee, ich habe keinen Pilz mehr, ich würde sofort sterben. Und das wollen wir doch nicht. Nein, nein, das wollen wir nicht. Gib mir meinen Pilz. Was? Time? Warum geht mir die Zeit aus? Warum das denn? Wut. Und warum sind überall Kettenhunde? Die hätten als Ziel machen sollen, besiege alle Kettenhunde oder so. Das, was ich alle Kettenhunde ins Jenseits schießen muss. Ja, ich weiß, dass ich den abschießen muss. Ich weiß nicht, macht der aufgeladene mehr Schaden? Egal, den kann ich spammen hier und deshalb mache ich den hier lieber. Aber ich sollte aufpassen, weil der ist... Wo ich bin... Boah, diese Steuerung mit diesem Clown-Kutschen-Ding. Nein, das war ein Level, was darf ich neu machen? Geilomat. Super, und jetzt... Oh, die, ich muss schnell diese Aufnahme hier beenden, damit endlich Ruhe wiederherrscht, ey. Für meine Ohren und für eure. Oh Gott, was neue Zuschauer nur bei mir denken. Wenn ich über welche neue habe. Wahrscheinlich eh nicht, aber... Ich meine nur... Falls es jemals. Falls da jemand der Fall sein sollte. Okay, ich habe eine Feuerblume, mit der sollte ich doch mal irgendwas hinbekommen. Gosh. Was soll ich jetzt nehmen? Ja, ich muss jetzt nehmen. Okay, habe ich einmal treffen lassen wegen dem Ketten und den hätte ich jetzt auch vielleicht killen sollen. Ja, ich muss einfach hier in diesem Gebiet bleiben. Aber Bowser ist echt stark. So krass mit seinen Feuerbällen. Okay, ignorieren wir die Zeit. Wir müssen ihn nur kurz killen. Er hat genauso viel Leben wie normaler Bowser, soweit ich weiß. Hier kann uns der Kettenhund nichts tun. Aber Bowser halt. Da kann ich jetzt aber nichts gegen machen, weil ich habe die Kettenhunde ignoriert. Deshalb. Ich finde das blöd, dass der Bowser erst jetzt... Obwohl, nein, eigentlich nicht so wirklich. Das macht eigentlich Sinn sogar. Wir haben's. Yes! Gut, und für dieses Fail-Legende würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, positive Wertung, also diesen Daumen, der nach oben zeigt, den müsst ihr klicken, das würde mich freuen. Ein Abo vielleicht da lassen, also unten diese rote Box da, falls ihr noch nicht abonniert seid. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Mario Maker wieder. Und danke, Kati, dass du mein Level gespielt hast. Super, danke an alle, die mein Level spielen. Haut rein, schönen Tag noch und ciao, Leute.